Stimmung? Wo ist die Stimmung? Hey, seid ihr gut drauf? Seid ihr gut drauf? Yeah! Ihr seid ein wahnsinniges Publikum hier. Wir wissen alle, wieso wir heute hier sind, oder? Wissen wir, wieso wir heute hier sind? Wissen wir? Wissen wir? Herzblatt, das Valentinstag-Special ist doch klar, oder? Hier, die Live-Show aus der geilsten City des Universums. Heiligenkreuz, Hamburgsen! Guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Herzblatt, das Valentinstag-Special. Heute senden wir live aus Heiligenkreuz am Basen. Natürlich Sie, mein verehrtes Publikum, im Live-Studio, aber natürlich alle, die uns zugeschaltet sind, vor ihren Bildschirmen zu Hause. Ja, Herzblatt, das sagt man einfach so. Aber haben Sie sich auch schon einmal überlegt, woher das Wort eigentlich kommt? Ich habe da mal für Sie recherchiert. Herzblatt ist das innerste, zarteste Blatt einer Pflanze. Ist das nicht wunderschön? Sehr romantisch, oder? Sehr romantisch. Das innerste, zarteste Blatt einer Pflanze. Und genau dieses Blatt, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Herzblatt wollen wir auch heute wieder zum Erblühen bringen. Nun wird es aber höchste Zeit, unseren heutigen Kandidaten kennenzulernen. Servus, grüß euch. Ich bin's, der Rudi. Ich bin auf der Suche nach einem fetten Wadel. Mit kräftigen Wadeln. Für mein Partner. Rudi sucht nicht zum ersten Mal übers Fernsehen nach der Liebe. Er hat auch schon bei der Show Bauer sucht Frau sein Glück probiert. Diese Beziehung ging aber nach wenigen Monaten in die Brüche. Und auf jeden Fall bin ich da jetzt bei Herzblatt und freue mich Mutter meine Fashion Waden. Herzlich willkommen, lieber Rudi. Begrüßen Sie nun mit einem herzlichen Applaus den Lokalmatador aus Heiligenkreuz, Rudi Mauer! Ich sollte den Arm abpassen. Herzlich willkommen, meine Damen. Bitte. Herzlich willkommen. Beschreibe dich in drei Worten. Bauch, Beine, Hoch. Und wie würdest du dich beschreiben, Kandidatin 2? Dir lieb, liebevoll, nett und lieben. Kandidatin 3, was sind deine drei Eigenschaften? Freiheit für Liebe! Was ist mit dir, Kandidatin 4? Weiblich, Kurve, Scheidung! Zeig dem Publikum, wie du dich findest. Begrüßen Sie mit mir nun die rhythmische Gruppe Zack Bum Prack, die nun einige Umbauarbeiten vornehmen wird. Aber sehen Sie selbst. Viel Spaß. Ich glaube, der ist atemlos. Yeah.
nicht an. Meine Mutter liegt mir damit in den Ohren. Aber ich will ja Karten springen. Keine Daten treiben. Wie befreist du mich aus dieser misslichen Lage? Also wenn wir zwar zusammen sind, dann hast du sicher nie wieder Probleme mit dem Stall aus Misten. Weil ich deine Viecher freilasse und den Stall niederbrenne! Ich habe viele kleine Helferlein, die dich sicher gerne unterstützen. Nicht wahr, Bruno? Ja, natürlich, gern. Hat auch andere Bedürfnisse als nur arbeiten. Also ich tue es gerne im Schlafzimmer. Keine Daten 4. Was ist dein Lieblingsplatz zum Fernsehen? Also, Fernsehen ist ja nicht so meins, aber ins Schlafzimmer, da dürftest du mich schon mitnehmen. Nimmst du Kandidatin 1, die fitte Chorkünstlerin, die mit ihrem Bauch, Beinen und Po auch gerne dein Backrohr aufheizt? Oder Kandidatin 2, die liebevolle Schmusekatze, die auf Ausgestopftes steht und sich gerne nachts bei dir einschleicht? Oder soll es Kandidatin 3 sein, die sportmeidende Freiheitskämpferin, die dir Feuer unter dem Hintern macht, dass sie sich gewaschen hat? Oder doch Kandidatin 4, die weiblich kurvige Vernascherin, die sich den Ring schon selbst angesteckt hat und sich gern von dir durch die Gegend schieben lässt. So, lieber Rudi, nun musst du dich entscheiden. So, lieber Rudi, verrat uns dem Publikum in Heiligkreuzermaßen! Verrat uns deine Entscheidung! Kandidatin 4! 4? So schnell? Warum? Warum so schnell? Ja, das Wort Bier ist schon bei ihr vorkommt. Vier reimt sie auf Bier. Ich glaube, ich brauche da rein. Bier ist dein Herzblatt. Jetzt können wir uns am frischen Bad noch etwas Grazbergen. Tschüss, Papa. So, lieber Rudi, nun musst du dich entkleiden. I'm
Oh my.